Kurt Mertes wirft vor. Was wirft er denn nun vor? Und wem wirft er das vor? Sich nicht, also den anderen, von dem Orden vielleicht oder dass die mal daneben waren, schwer daneben, nicht wahr? Menschenleben zerstört, ja, das wollen wir nicht verschweigen. Aber hier ist doch ein Vorwurf im Raum, Katnett berichtet. Thema ist Homo, wieso nicht das Thema jetzt Machtmissbrauch? Nein, Klaus Mertes, Klaus heißt er, Klaus Mertes, ja, meint am 31. Januar, richtig im Kopf behalten, in Katnett, die ganze Meldung will ich jetzt wissen, Klaus Mertes meint, Kirche verschweigt, Kirche, also nicht die Kirche verschweigt, ich dachte jetzt, vielleicht seine Brüder oder einige davon aus dem Orden der Jesuiten. Nein, die Kirche verschweigt, ja. Das Thema Homosexualität. Das ist natürlich schlecht. Ich meine, verschweigen. Höchstens, wenn man eine Lüge verschweigt, ja, dann wäre es eigentlich noch nicht mal ein Verschweigen. Das wäre ein gutes Verschweigen. Was haben wir denn hier? Der Rektor des Berliner Canisius-Kolleg, welches in einen Missbrauchsskandal verwickelt ist, lässt mit Aussagen über Kirche und Homosexualität aufhorchen. Mertes behauptet, die Kirche leidet an Homophobie. Oh. Stell dir mal vor, eine ganze Kirche jetzt, weiß noch keiner, was eine Kirche ist, da frag mal den einen oder den anderen, aber immerhin alle, also oder die Doktrinen oder, das wissen wir jetzt nicht so genau, 1,3 Milliarden Menschen auf der Erde. Was ich allerdings jetzt immer mehr lese, ist Homophobie. Ja, keiner weiß jetzt, was das ist, also hier gibt es das Phobie. Schauen wir uns mal an, was das ist. So, jetzt haben wir hier einen Text aus 2006 vom Europäischen Parlament, angenommene Texte. Im Januar haben sie das gemacht. Und da sehen wir doch was über Homophobie. In der Erwägung, ja, da haben wir das schöne Wort, das Erwägende jetzt, dass Homophobie als auf Vorurteilen basierende irrationale Furcht. Jetzt wird alles klar. Ne, war, das ist also irrational. Und eine Abneigung muss da sein gegen Homosexualität. Hat jetzt Verbindung zu Homosexualität. Und dann kommen hier so Menschen und liebe Menschen, ja, vier werden hier da genannt, definiert werden kann. Schau dir das an. Kann. Wir tun die gar nicht. Oder doch, das wissen wir jetzt aber nicht. Genau. Also ähnlich wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder Sexismus. Was hat denn der liebe Jesus da jetzt zu sagen? Jetzt stellen wir uns doch mal vor, mein Freund Jesus, was hat der, ist der, hat der jetzt Homophobie? Ja, also der hat jetzt hier, müssen wir abprüfen. Ist das auf Vorurteilen basierend? Nein, er ist ja nun der ewige Gott, also der weiß, was er macht. Nach meinem Glauben, dann hat der eine irrationale Furcht, ist jetzt die Frage, irrationale Furcht, es gibt also auch eine rationale Furcht, na gut, Gott hat jetzt, ob dem Gott Furcht hat, aber ich meine, er hat natürlich rational, der weiß, die Liebe muss einfach alles umfassen, sonst fehlt da was, und das Schönste ist, wenn da also Geist, Körper und Seele zusammen natürlich sich wohlfühlen und auch in der Gemeinschaft, nicht wahr? Da ist ja der dreieinige Gott. Also eine irrationale Furcht hat der nicht und eine Abneigung gegen Homosexualität. Ja, das ist jetzt, was ist jetzt das, Homosexualität? Das wissen wir eigentlich auch nicht
Ja, die Sexualität ist ein Teil der Liebe, nicht wahr? Und dann der ganzen Liebe, ob man jetzt abgeneigt ist, wenn einer erotische Probleme hat oder vielleicht seelische oder ein falsches Gottesbild, das kann natürlich krank machen. Das mag der nicht. Also jetzt wissen wir jetzt nicht, ist der abgeneigt vielleicht, ja. Müsste eigentlich sein, nicht wahr? Der will lieber das ganze Gute. Also, ich war nicht nur ein verfaultes Essen zum Beispiel, sondern eben Essen, was ganz gut ist. Ja. Will ja jede Mutter für ihre Kinder auch. Und dann muss die Abneigung gegen Lesben sein. Na, das hat er natürlich nicht. Er liebt seine Kinder und alle Menschen liebt er. Und gegen Schwule hat er jetzt auch keine Abneigung. Oder das sind ja alles Menschen hier. Wie kann denn Jesus gegen die Abneigung haben? Also da ist jetzt der Tatbestand der Homophobie bei Jesus nicht erfüllt. Ja. Er hat rationale Argumente und das sind auch keine Vorurteile, nicht wahr? Und eine Abneigung hat er natürlich gegen Homosexualität. Wenn man sagt, ich möchte gern das Beste für dich, hat man schon eine Abneigung gegen was anderes. An sich will er nur das Beste. Da würde ich auch sagen, also ja, wenn ich sage, mein Junge, komm mal hier um 10 Uhr nach Hause, ja. Das ist auch jetzt wiederum keine Abneigung gegen meinen Sohn. Ich ja, habe keinen Sohn, ist ein Beispiel. Ja, also auch keine Abneigung gegen Sport treiben oder Bogenschießen oder Angeln. Obwohl, das geht auf Aale am besten abends. Aber würde ich jetzt nicht sagen, ist Abneigung gegen Aale oder Abneigung gegen. Ne, also, es ist an sich das Beste. Also, eine Abneigung gegen so eine Homosexualität, würde ich sagen, hat jetzt Jesus auch nicht. Aber Klaus Mertes sagt, die Kirche leidet an Homophobie. Ja, das ist natürlich ganz, ganz grausam. Das heißt ja, dass die Kirche irgendwie Jesus fern wäre.